Willkommen zurück zu Days Gone. So, wir sind auf Wizard Island im Camp und wir hätten jetzt zwei Aufgaben, zwei Nebenmissionen, glaube ich. Kehre nach Wizard Island zurück. Ich glaube, das ist sogar eine Hauptmission. Das ist sogar eine Hauptmission. Oh. Okay. Ja gut, dann folgen wir dir doch mal. Ach, der Colonel ist da doch noch. So, guten Tag, Herr Colonel. Colonel, Sie wollten mich sehen? Corporal, ja, wollte ich. Captain Corey sagte, Sie waren bei den Plünderern in der Gegend äußerst hilfreich. Ich tue nur meine Pflicht, Sir. Eine verdächtige Gruppe Drifter wurde auf dem Highway 97 gesichtet. Sie kamen über den Thielson Pass. Wir dachten, der sei unpassierbar. Unsere Patrouille berichtet, dass auf ihrer Stirn die Buchstaben RIP eingebrannt sind. Haben Sie davon schon mal was gehört? Nein, Sir. Klingt wie ein weiterer Kult, wie diese Anarchisten. Vielleicht. Wie dem auch sei, spüren Sie sie auf und kümmern Sie sich um sie. Wir haben genug Probleme. Ich kann keinen weiteren Kult in der Gegend brauchen. Nein, Sir. Noch so einen verrückten Kult braucht echt keiner. Sie finden Ihren letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal. Okay. Damit haben wir einen neuen Job erhalten. Und ich würde aber vorher sagen, dass wir erstmal zurückkehren. Deacon, hörst du mich? Deacon, Sarah hier, ich muss mit dir reden. Ja, hey, ich höre dich. Du klingst euphorisch. Tja, ich hatte einen Durchbruch. Hör zu, ich brauchte nur diesen DNA-Sequencer. Ich kann's jetzt testen, Deacon. Ich kann jetzt mein Serum testen. Wow, okay, und was kann ich für dich tun? Das sag ich dir, wenn du hier bist. Sarah, Ende. Mhm. Das. Oh. Diesen Tag. Auf dieser Insel endet heute auch das Leben eines großen Mannes. Captain Arturo Jimenez. Doc, für viele von euch, ist tot. Er wird uns genommen. Kurz vor unserem großen Sieg. Captain Jimenez wurde ermordet, gemetzelt, dem Leben entrissen. Sein Blut durchtränkt. Das Zelt, in dem er sich unermüdlich abrackerte für unsere Kranken und Verwundeten. Die große Tragödie ist nicht der Verlust eines guten Mannes, obwohl mir das alles wirklich sehr leid tut, sondern, dass dieser gute Mann nicht ersetzt werden kann. Dr. Jimenez war der einzige Arzt in unseren Rängen. Vielleicht der ganzen Welt. Und jetzt sehe ich es. Ich sehe unseren großen Fehler. Wissen und Vorräte füllen die Arche. Fachzeitschriften, Medizinbücher und Enzyklopädien sind vorhanden. Doch wer soll, wenn dieses Gemetzel vorbei ist, uns zeigen, wie man sie nutzt? Bücher sind austauschbar, Fachzeitschriften und Enzyklopädien auch. Dr. Jimenez, unser einziger Arzt, ist nicht austauschbar. Ich ziehe mich in Trauer zurück. Und das solltet ihr auch tun. Weggetreten. Schwer, das Thema. Muss man leider so sagen. Also die Ansprachen, ja. In gewisser Weise hat er recht, aber durch Bücher kann man auch Wissen erlangen. So, und jetzt sollen wir noch mal zu Sarah. Oh Mann. Arbeit, wie man so schön sagt, ne? Davon haben wir wirklich genug. Dann ab zum nächsten. Schönes Feuer. Fast gemütlich. Ja? Als Kind hatte ich einen Ofen. Ich habe ihn gehasst. Äh,
Warte, Moment mal. Du willst einen lebend? Ach, es ist schwierig, Tests mit Toten zu machen. Hier. Was ist das? Ein spezieller Tranquilizer. Damit kannst du ihn lang genug ruhig stellen, um ihn herzubringen. Ich bin dicht dran, Deacon. Das könnte es sein. Ja, Ma'am. Deacon, kommen! Hey, ich will dir gerade einen Krabbler suchen. Super, okay. Ich brauche einen ganz speziellen, ja? Hey, warte, Moment mal. Einen speziellen Krabbler? Südlich von hier, am South Rim Drive, steht eine alte Ferienhütte. Jetzt lebt eine ganze Kolonie infizierter Kinder. Krabbler. Okay. Okay, melde dich, wenn du da bist, Sarah Ende. Eine Krabbler-Kolonie. Oh mein Gott, das muss ich sehen. Eigentlich wurde ich ja die Mühe gezogen. St. John, Bericht. Hey, Captain. Ich erledige was für Lieutenant Whittaker. Ich bin beschäftigt. Verstanden. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind. Wir wollen Weavers Waffe testen. Guri Ende. Oh, Scheiße. Tja, so viel dazu, dass Sarah noch vor Weaver fertig wird. Oh. Das eine schließt das andere ja nun nicht aus, ne? Ach. Hallo? Achso, wir brauchen gar nicht tanken. Och man, ja, stimmt. Wir gehen in der Story unterwegs. Ah. Oh, was war das? Da war es wieder. Immer wenn ich auf dem Motor. Sarah, ich bin da. Okay, such nach einem Mädchen mit einem roten Shirt. Eins dieser Kinderoberteile mit einem Kätzchen oder sowas. Ich bin überrascht, dass der Colonel diesen Ort noch nicht abgefackelt hat. Ich hab's zum Sperrgebiet erklärt. Ich entnehme den Jüngsten dort drin schon seit Monaten Blutproben. Die brauche ich für das Serum. Okay. Wie soll ich den Krabbler rausholen, ohne die anderen zu töten? Ich weiß es nicht. Tu einfach, was du tun musst, okay? Ich brauche das Mädchen mit dem roten Shirt. Erwischt. Brauche ich. Du könntest ein rotes Shirt haben. Ich bin mir nur nicht sicher. Na, Kopfschmerzen? Erstmal die Kleben bringen. Alles, was nicht so rötlich ist. Erstmal übrig lassen. Und dann weiter gucken. Endlich, verdammt. Wie endlich. Ha! Oh! Okay. Sieh da. Ah ja. Hab ich dich, kleiner Scheiße. Oh, Scheiße. Jetzt? Greifen die mich an, weil ich eine von ihnen habe? Kann das? Das, was ich jetzt gerade vermute, ne? Okay. Du wolltest ihn lebend? Du kriegst ihn lebend. Ah, ich hoffe, das Idiot. Ah, verdammte Scheiße! Hey, Captain, er hat mein Bike vollgepisst. Ah, der Colonel erlaubt keine Haustiere auf der Insel. Der Lieutenant braucht eine lebende Testperson. Sie scheinen sich ja gut zu verstehen. Sie und Lieutenant Whittaker. Ich mach nur meinen Job, Sir. Bleiben Sie professionell. Der Colonel.
Colonel will keine Verbrüderung zwischen Soldaten und Offizieren. Oh nein, nein, das geht natürlich nicht so. Genau. Weitermachen. Ja, Sir. Okay. Ah. Komm schon, hilf mir! Vorsicht! Vorsicht! So viel zu deinem Tranquilizer. Ja, ihre Körper sind total durcheinander. Was soll ich da bitte tun? Ich krieg die Dosierung nicht hin. Hier, warte, halt mal. Okay. Okay, das ist es. Daran habe ich gearbeitet. Wie lange? Halt fest, nur ein paar Sekunden. Tranquilizer. Festhalten. Oh, Scheiße. Ach, du Scheiße. Verdammte Scheiße. Was immer du ihm gegeben hast, er war schnell hinüber. Wollt die nicht ausschalten, sondern retten, rückgängig machen. Warte. Du machst gar keine Biowaffe. Oh mein Gott, du versuchst sie zu heilen? Ich dachte, sobald ich die ursprüngliche Zelllinie aus Cloverdale habe, könnte ich Antikörper aus dem Virus herstellen und es rekonstruieren. Scheiße. Und die ganze Arbeit, alles, was ich gemacht habe, war umsonst. Ich kann sie nicht retten. Nichts kann ihren Zustand rückgängig machen. Dann steh auf, reiß dich zusammen, mach weiter. Hast du nicht gesehen, was passiert ist? Jede Zelle in diesem Mädchen ist explodiert. Und deshalb musst du weitermachen, weil es für dich ein Mädchen ist. Hast du eine Ahnung, wie viele von denen ich getötet habe? Und was mir nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen ist, dass sie einmal Kinder waren. Ich habe da mal ein Mädchen getroffen, die genau wie du über die Freaker geredet hat. Sie nannte sie Kranke. Ich hielt das für verrückt, aber sie sah das genauso wie du. Du hältst mich für verrückt. Nein, nein. Ich glaube, dass du hier der einzige normale Mensch bist. Weißt du, ich erinnere mich noch, wie ich dich verlor, aber langsam begreife ich, dass es nicht die Nacht war, in der ich dich beim Heli ließ. Es war die nächste Nacht. Ich fuhr mit Busa zu diesem Flüchtlingscamp, wo du eigentlich warten solltest, weißt du noch? Aber da waren Freaker, überall. Die Helis brannten, die Menschen schrien, so viele Menschen. Also kämpften wir. Und wir siegten. Und was kriegten wir? Leichen. Überall Leichen. Ich sah mir jede Leiche an, jedes Gesicht. Es müssen Tausende gewesen sein, eher mehr. Und ich sah sie mir alle an. In der Nacht habe ich dich verloren. Und Busa, weißt du, er hat die nächsten beiden Jahre dafür gesorgt, dass ich nicht durchdrehe. Aber mir war alles scheißegal. Einfach alles. Und ich sehe diesen Nero Haley am Himmel rumfliegen und in mir regt sich irgendwas. Und ich denke mir, weißt du was? Scheiß drauf! Denn selbst wenn sie am Leben ist, weißt du, was ich dann mache? Ich finde sie, wir steigen auf mein Bike und wir blicken nie wieder zurück. Weil ich zu keiner Miliz gehören will, in keinem Krieg kämpfen und in keinem Camp leben will. Wieso bist du dann noch hier? Deinetwegen. All das hier, ich sehe, wie hart du arbeitest. Wie wichtig dir das ist. Die meisten da draußen wollen nur überleben und hier stehst du. Und willst die verdammte Welt retten. Naja, ich bin nicht sehr erfolgreich. Also steh auf. Reiß dich zusammen. Und mach weiter. Wir fahren zurück nach Cloverdale. Da gibt's eine bessere Ausrüstung. Wir sehen uns ihre Forschung genauer an. Was würdest du tun? Du würdest mir helfen? Ja, würde ich. Und zwar, weil du an diese Sache glaubst.
Wir fahren nach Norden. Ja, nach Norden. Wir sagen, dass wir Vorräte besorgen wollen. Ja, aber wir kommen nicht zurück. Jetzt werden wir fahnenflüchtig. Du weißt, wenn sie uns kriegen, hängen sie uns. Dann hängen wir gemeinsam. Ma'am? Ja? Deke, der Colonel will Sie sehen. Bin gleich da. Pack deine Sachen, ich bin gleich zurück. Danke. Ja, Ma'am. Ne? Corporal St. John. Colonel, Sir. Kommen Sie bitte. Sind wir bereit? Colonel, Sir. Ja, Sir. Wir sind bereit für den Kampf. Das Bike ist bereit. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Lieutenant Weavers Waffe ist fertig. Wir werden sie testen. Scheiße, ja. Wollen Sie eine Horde hochjagen? Oh. Stimmt irgendetwas nicht, Corporal? Nein, Sir. Nein. Okay. Bringen wir es hinter uns. Okay, das höre ich gern, Mann. Meine Herren, dies ist der Beginn einer neuen Ära. Weitermachen. Lieutenant Weaver, kommen Sie. Ja, Sir. Na toll. Wir haben hier noch so viele Nebenmissionen, die wir noch schön machen könnten. Und die ich eigentlich machen wollen würde. Schauen wir mal. Na gut. Ich glaube, Sie sollten hier bleiben und mich das alleine machen lassen. Was? Sind Sie lebensmüde? Nein, darum will ich das ja alleine machen. Hören Sie, selbst mit Weavers aufgemotzten Molotows können wir es nicht mit einer ganzen Horde aufnehmen. Nein. Also, ich gehe da runter. Mache etwas Lärm, locke immer ein paar zu mir und renne dann wie der Teufel. Und dann muss ich sie irgendwie aufhalten. Vielleicht mit ein paar Fallen. Und dann jage ich sie zur Hölle. Hören Sie, wenn wir beide da runtergehen, gibt das ein Chaos. Wir würden die ganze Horde anlocken. Nein, Sie bleiben hier. Sie passen auf mich auf. Wenn alles schief geht, kommen Sie und holen mich da raus, okay? Hm? Oder haben Sie einen besseren Plan? Ich habe gar nichts. Ja, noch so eine AK-47. Hab noch mehr Molotows. Munition. Bei meinem Bike. Gut. Das Zeug könnte nützlich sein. Ja? Munition aufgefüllt. Was haben wir denn hier? Mollys. Okay. Fernlenkbomben. Brauche ich eigentlich alles nicht. Ich brauche nur eine Deckung. Wie war nochmal Ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Und dann ist die Horde erledigt. Das ist Ihr Plan. Das ist mein Plan. Viel Glück, St. John. Glück hat nichts damit zu tun. Alles klar, ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Verstanden. Wo sind wir überhaupt? Okay. Oh, schau doch mal einer. Schau doch mal, was wir da haben. Ja.
Habt ihr was hiervon? Mit besten Grüßen! Wie sieht's aus, Captain? Sie haben etwa ein Viertel erledigt. Weiter! Ich versuch's! St. John, Sie haben die Hälfte von Ihnen erwischt. Weiter so! Ich bin dran. Es klappt! Weavers Molotov! Wow! Ich sehe die Flammen bis hier! So sieht's aus! Gleich geht's weiter! Ich find's jetzt nicht so prall. Muss ich jetzt persönlich so sagen? Corey, wie schlage ich mich? Fast geschafft, Corporal! Drei Viertel haben sie! Wie gesagt, so toll finde ich die Verrufung. Na los, Brent, ich sehe sie von hier aus! Komm schon, ihr Arschlöcher! Da kommt Fritz! Kommt schon, ihr verdammten Freaks! Corey, bitte, bitte. Sag mir, dass das jetzt alle waren. Ich kann's nicht glauben. Erledigt. Sie haben eine Horde erledigt. Ja, kein Problem. Kein Problem. Okay. Ja, dann sammeln wir mal. Sarah, hörst du mich? Lieutenant Whittaker. Hier spricht Corporal St. John. Hören Sie mich? Kommen. Ach, wo zum Teufel bist du? Captain, ich wollte Meldung machen bei Lieutenant Whittaker. Sie antwortet nicht. Sie wollten es ihr selbst sagen, was? Ja, sie wird sich mächtig freuen. Bestimmt. Sie sehen sie sicher bald. Nicht Lieutenant Weaver anfunken. Ich möchte es ihm persönlich sagen. Okay, ja, machen Sie das. Verstanden. St. John, Ende. Okay. Ich würde natürlich Schrott können wir ohne gebrauchen. Ja, oh, Scheiße. Naja, das reicht nicht. Gott sei Dank davon. So, Alarm. Alarm. Okay. Ah, haben wir auch voll. Ich kann halt keinen Napalm hin. Doch. Eine Kanne und Styropor kann ich jetzt sammeln, okay. Gut zu wissen. So, was haben wir hier noch? Airbag, wa? Jo. So, dann sammeln wir hier noch ein bisschen Mats ein. Ah, ich fand, so einfach war die Horde jetzt nicht zu erledigen. Also mit dem Napalm brennt zwar, das ist auch nur... normaler Cocktail wieder, ne? Wo? Guck mal hier rein. Perfekt. Styropor, okay. Zünder. Normale Flasche. War das? So. Dum-dum-dum. Haben wir. Schießpulver. Für unsere Rohrbomben. Styro.
Noch eine Störung. Papierchen Spiri. Sehr schön. Das gefällt mir. So. Dann hätten wir, glaube ich, jetzt alles, was wir hier rausholen können. Gehen wir mal weiter. Sollen ja nach oben, aber... Ja gut, gehen wir nach oben. Hier ist noch sowas. Ja, gehen wir hoch zum Bike. Was ich mich natürlich jetzt frage... Immer noch 4 von 13, also die Horde zählte nicht dazu. Gerade hier in der Gegend müssen ja noch so einige Horden rumeiern. 9 Horden insgesamt, also. Geschafft. Sie haben es geschafft. Ah, Weaver hat es geschafft. So was habe ich noch nie gesehen. Wie sie immer einen Schritt voraus waren. Hatten Sie schon mal eine Horde im Nacken? Das gibt einem einen echten Adrenalinschub. Der Colonel hat recht. Vielleicht gewinnen wir den Krieg. Ja... Hey! Wie lief's? Tut mir leid, Lieutenant. Oh, Mist. Nicht geklappt? Tut mir leid, Lieutenant. Ihr Job ist gestrichen. Verdammt, es hat geklappt. Ja! Hätten Sie sehen sollen, die haben gebrannt wie Zunder. Oh, Mann! Und danach wird gefeiert, in der Offiziersmesse. Okay, das sieht schwer nach einer Beförderung aus. Hey, Mann, kommst du? Wissen Sie was? Ich werde später nachkommen. Ich muss noch was erledigen. Okay, dann mach das. Das war der Rest. Seien Sie vorsichtig damit. Man. Okay. Was ist denn jetzt los? Warum ist der Sound weg? Hallo? Manche dieser Sachen sind unersetzlich. Was ist hier los? Wo ist denn der Lieutenant? Corporal St. John. Tut mir leid, Sir. Schon gut, Sohn. Was ist denn hier los? Alle wichtigen Forschungsmitarbeiter wurden verlegt. Verlegt? Wohin? Ich muss noch diese Sachen ausliefern, die sie bestellt hat. Ich verstehe. Es gab ein... Kommen Sie, Sohn. Ich weiß, was los ist. Alle wichtigen Personen werden von ihm irgendwo festgehalten. So nach dem Motto, hört, ihr seid unersetzbar, ihr kommt jetzt hier nicht mehr raus, ihr seid gefangen, weil ihr müsst Wissen vermitteln. Befehl vom Colonel. Matt, das können Sie nicht tun, Sie können mich nicht einsperren. Rühren, Captain. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Matt, wovon reden Sie da? Es tut mir leid, Lieutenant. Sie können... Colonel, halt! Hey! Schon gut. Schon gut. Ma'am, ich habe hier die bestellten Sachen. Komm nur rein, mir nach. Ich arbeite an einer neuen Aufgabe. Diesmal ist es Gift. Hör zu. Wenn du das pflückst, musst du wirklich vorsichtig sein. Wenn nicht, könntest du sterben. Verstanden. Ich werde dich hier rausholen. Danke. Ja, Ma'am. St. John, hier spricht... Na gut. Hören wir uns an, was der dazu sagen hat und dann... Captain Khoury, kommen. Was gibt's, Captain? Der Colonel will Sie sehen. Er ist in seinen Gemächern in der Arche. Seine Gemächer? Wenn Sie vom Hauptcamp aus reingehen, müssen Sie hinter dem ersten Lagerbereich nach links. Okay, wissen Sie, was er will? Irgendwas mit einem Dienstplan. Lassen Sie ihn nicht warten, Corporal. Nein, Sir. Ihr Name fiel bei einem wichtigen Projekt. Bleiben Sie sauber, dann werden Sie demnächst vielleicht befördert. Ja, Sir. Khoury Ende. Ja. Ein wichtiges Projekt? Was für ein Projekt? Wahrscheinlich Ausrottung der Horde. Daher, ich danke erstmal fürs Zusehen und sage Tschüdelü.